Wir kommen jetzt zu Tagesordnungspunkt 58. Das ist der Antrag der Fraktion der CDU, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Fraktion der SPD, Fraktion der Freien Demokraten für die Neubenennung für ein stellvertretendes hessisches Mitglied für die verbleibende Amtszeit der siebten Mandatsperiode 2020 bis 2025 im Europäischen Ausschuss der Regionen mit der Drucksache 209281. Es wurde vereinbart, ohne Aussprache aufzurufen. Daher kommen wir gleich zur Abstimmung. Wer für den Antrag ist, bitte ich um Zustimmung. Das ist die Fraktion der Linken, der SPD, Bündnis 90 Die Grünen, der CDU, der fraktionslose Abgeordnete Kahrt, die Freien Demokraten. Wer enthält sich? Das ist die Fraktion der AfD. Damit ist der Antrag angenommen.